Nach der großartigen Premiere 2019 gibt es eine Neuauflage des Weihnachtssingens im Rostocker Ostseestadion. Das Volkstheater Rostock mit seinem Opernchor und die Ostseestadion GmbH als Veranstaltungsort treten erneut als gemeinsame Organisatoren auf und versprechen eine tolle, weihnachtliche und familiäre Atmosphäre auf Rasen und Rängen. Die Tickets gibt es an der Vorverkaufskasse des Volkstheaters, online unter den eingeblendeten Adressen und in den FC Hansa Fanshops in Rostock. 23 Monate ist es inzwischen her, seitdem die Weihnachtsmärkte zum letzten Mal in unserer Region geöffnet hatten, so auch der Schweriner Weihnachtsmarkt. Fast 2 Jahre später leuchtet der Stern im Norden wieder. Bis zum 30. Dezember verwandelt sich die Schweriner Innenstadt in ein Weihnachtswunderland. Jeweils von Dienstag bis Sonntag zieht der Duft von Glühwein und frisch gebackenem durch die Straßen. Das Stadtmuseum Bergen auf Rügen präsentiert die Sonderausstellung Streifzüge – 250 Jahre Johann Jakob Grümke. Dabei zeigen Rügenliebhaberinnen und Liebhaber ihre Lieblingsorte auf der schönen Insel Rügen. Das Medieninformationszentrum und das Stadtmuseum riefen anlässlich des 250. Jubiläums zu einer Mitmachaktion auf. Nun werden die eingereichten Werke präsentiert. Die Ausstellung besticht durch ihre Vielfalt an gemalten Beiträgen, Fotografien und Collagen. Unter dem Titel Glanzlichter – prämierte Naturfotografie im Müritzeum präsentiert das Müritzeum in Waren die neue Sonderausstellung. Die prämierten Naturfotografien des Glanzlichter-Fotowettbewerbs 2020 sind alle für sich beeindruckend. Auch das Plakatfoto »Das Leben ist eine Achterbahn« spricht für sich. Die Kulturtipps in Zusammenarbeit mit dem Kulturkalender. Unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern.